Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Hot Summer Nights, ein neuer Film mit unter anderem Timothée Chalamet vor seinem großen Erfolg, denn der Film kam schon 2017 in den USA raus, jetzt erst bei uns in Deutschland. Und es geht um Daniel, der wird von seiner Mutter zu seiner Tante an Cape Cod, also Massachusetts, an die Küste geschickt, um dort den Sommer zu verbringen und ist dort auch irgendwie niemandem richtig zugehörig, findet keine Freunde und als er dann aber durch einen Zufall Hunter, den örtlichen Drogendealer, kennenlernt und die beiden eigentlich eine relativ gute Freundschaft sich entwickelt, will er dann auf einmal auch ins Geschäft einsteigen. Und so wird er zusammen mit dem zum größten Grasdealer in der Gegend und möchte das Business immer weiter ausbauen. Das Ganze spielt im Jahr 91 und soll, sie sagen es zwar, auch auf einer wahren Geschichte beruhen. Erzählerisch muss man sagen, ist es ganz nett. Der Film ist sehr unaufgeregt erzählt, im Sinne von, er plätschert manchmal vor sich hin, manchmal ist es wieder etwas spannender und es ist sehr unvorhersehbar, was genau passiert. Aber er macht über die ganze Laufzeit trotzdem manchmal Spaß, ist unterhaltsam, manchmal ist aber auch wieder ein bisschen langweiliger. Also das ist so eine Auf- und Abfahrt. Insgesamt ist es aber von der Geschichte ganz gut, auch wenn das ein bisschen zu unschlüssig ist und man nicht genau weiß, wo führt es denn jetzt genau hin. Dementsprechend ist das insgesamt aber auch vom Schauspiel her sehr, sehr gut. Timothée Chalamet liefert gut ab. Der Rest vom Cast ist auch bekannt aus einigen kleineren Nebenrollen. Und insgesamt, was ja Timothée Chalamet damals eigentlich auch war, aber ja. Dementsprechend insgesamt eigentlich ganz nett geworden. Technisch sieht er ganz cool aus. Sie setzen manchmal zu hart auf den 80er, 90er Jahre Look und dann wieder zu wenig. Also das ist so ein komisches Hin und Her, aber insgesamt ist er hochwertig produziert. Jetzt komme ich zu meinem Fazit. Wie kann ich diesen Film empfehlen? Er ist insgesamt ganz okay geworden. Da die Geschichte nicht stringent genug erzählt wird, ist er mir an manchen Stellen ein bisschen zu mau gewesen, was die Erzählweise angeht und hat mich zu wenig mitgerissen, das muss ich klar sagen. Insgesamt ist es aber ein Film, der durchweg unterhaltsam ist und Spaß macht. Und jeder, der jetzt zu Hause sich den mal anschauen will, kann das auf jeden Fall machen. Ich hätte ihm 3 von 5 Punkten jetzt gegeben für zu Hause. Im Streamingdienst würde ich ihm vielleicht ein bisschen mehr geben, weil er da ja direkt und inklusive ist. Aber er erscheint jetzt erstmal für Video on Demand und Heimkino und so. Dementsprechend aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, im Kino hätte ich den jetzt nicht so abgefeiert, aber weil er trotzdem eigentlich recht solide ist, 3 von 5 Punkten. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.